Es ist eigentlich ein international anerkanntes Menschenrecht, die Religionsfreiheit. Und doch gibt es Länder, in denen Menschen diskriminiert, bedroht oder sogar getötet werden, nur weil sie Christen sind. Rund 200 Millionen Menschen sind weltweit davon betroffen. Interessant ist, dass die christlichen Gemeinden in diesen gefährlichen Regionen trotzdem weiter wachsen, obwohl sich die Menschen durch ihren Glauben in Lebensgefahr bringen. Von wem und warum werden Christen bedroht? Wie leben sie trotzdem ihren Glauben? Und wie können verfolgte Christen unterstützt werden? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen hier im Studio. Yasir Erik war früher militanter Islamist und versuchte sogar, einen Christen zu töten. Nach einem eindrücklichen Erlebnis wird er selbst Christ, worauf ihn seine muslimische Familie für tot erklärt. Heute setzt er sich für Religionsfreiheit und Toleranz ein. Markus Rode ist Leiter von Open Doors, einem überkonfessionellen christlichen Hilfswerk. Open Doors unterstützt weltweit Christen, die aufgrund ihres Glaubens diskriminiert oder verfolgt werden. Jürgen Singer ist Pfarrer und begleitet seit dem vergangenen Jahr iranische Flüchtlinge, die den christlichen Glauben angenommen haben. Aus seiner Sicht unterschätzen die deutschen Behörden die Gefahr für Konvertiten in ihren Heimatländern. Und damit herzlich willkommen zu Alpha und Omega. Herr Erik, Sie haben Christen früher gehasst. Sie haben sogar versucht, einen umzubringen. Warum? Weil ich in einer streng gläubigen muslimischen Familie aufgewachsen bin. Als ich Kind war ich in der Koranschule. Man hat mir viele Texte beigebracht, aber die sozusagen gegen Menschen, die anders geglaubt haben als ich. Ich gehörte auch in meine Familie, wo mein Großvater als Kind hat mir alle diese Texte nicht nur vorgelesen, sondern vorgelebt. Und ich habe in meiner Kindheit nicht anders gelernt, als Menschen zu hassen, die nicht zu meiner Religion damals gehört haben. Woher kommt dieser Hass auf Andersgläubige? Bei mir in meiner Kindheit, als ich in der Koranschule war, ich wurde mir Texte beigebracht. Texte, die im Koran, die gezielt gegen Juden und Christen. Ich habe auch im Leben Mohammed, der Prophet des Islam, auch Beispiele gesehen, wie er mit Juden in Medina umgegangen ist und wie der Islam sich sozusagen ausbreitet hat. Und im Sudan haben wir auch einen Krieg gehabt, Nordsudan gegen Südsudan, die Christen waren. Und man hat zu uns gesagt, einfach, diese Menschen sind ungläubig und sie haben nicht das Recht, sozusagen, zu leben. Und ich muss hier sagen, meine Familie gehörte zu einer sehr, sehr kleineren Minderheit im Sudan, die extremistisch, islamistisch ist in ihrer Prägung. Und sie haben Texte. Und Texte, die sind im Koran und in Überlieferung und in der islamischen Geschichte. Wie würden Sie das einordnen? Das war ja eine sehr extremistische Richtung, wie Sie gesagt haben. Inwieweit sind Muslime auch für Sie friedlich? Wie haben Sie das erlebt? Bei uns im Sudan, die meisten Muslime sind friedliche Menschen. Es gibt die Sufis, die Mystiker, Menschen, die nur an Gott geglaubt haben. Ich kenne auch zahlreiche muslimische Freunde, die zu mir nach Hause kommen, die ich ihnen besuche zu Hause, die ihre Kinder in die Schule schicken, genauso wie meine Kinder. So, es gibt friedliche Muslime, es gibt tolerante Muslime, es gibt säkulare Muslime. Aber die Frage ist, ob es einen toleranten Islam gibt oder friedlichen Islam gibt, das habe ich als Kind nicht erfahren. Die Texte, die ich gelernt habe, haben mir nicht beigebracht, Menschen zu lieben und zu tolerieren, sondern das Gegenteil. Und deswegen mache ich einen Unterschied zwischen diesem Dogma, dieser Religion, zu dem ich sehr kritisch stehe in vielen Hinsichten. Und wir sollen das thematisieren. Und Muslime alles Menschen, die friedlich sein können oder auch extremistisch sein können, wie in meinem Fall bei meiner Familie im Nordsudan. Mhm. Herr Rode, jetzt muss man sagen, dass Christen beileibe nicht nur in muslimischen Ländern verfolgt werden. Wo werden denn Christen aktuell besonders verfolgt? Ja, zum einen eben gerade in muslimischen Ländern, aber wir haben auch einen Nationalismus. Das heißt also zum Beispiel, Länder wie Indien, wo der Hinduismus ist, dort wird gesagt von den Hindu-Nationalisten, jeder Inder muss ein Hindu sein. Da ist kein Platz für andere. Auch in buddhistischen Ländern, wie zum Beispiel in Sri Lanka, auch da möchte man keine andere Religion haben und besonders nicht Christen, die ja ihren Glauben auch bezeugen und weitergeben. Ein anderes Beispiel ist China. Da ist der Kommunismus, ich sag mal in Anführungszeichen, die große Religion. Und der christliche Glaube soll sich unter dem neuen Präsidenten Xi Jinping sozusagen komplett unter den Kommunismus beugen, dass sogar Kreuze abgehängt werden sollen in Kirchen, dass da die Porträts von Mao und von Xi Jinping selbst hängen müssen, dass die Nationalhymne gesungen werden muss.
Also im Prinzip wenig Platz für Christen. Und besonders da, wo Christen ihren Glauben leben wollen und das Evangelium weitergeben, da werden sie am stärksten unter Druck gesetzt. In welchen Ländern ist die Situation besonders gefährlich im Moment? Also seit Jahren ist in Nordkorea die Situation am schlimmsten. Da gibt es nicht nur das kommunistische Regime, sondern da ist es auch so, dass zum Beispiel diese Leiter oder besser gesagt Diktatoren seit Generationen sich gottgleich feiern lassen. Große Statuen stehen da, Götzenbilder im Pyongyang im Zentrum. Ich war selbst dort gewesen, da müssen sich die Menschen vor verneigen. Es gibt einen allwissenden Vater, Kim Il-sung, der als ewige Sonne verehrt wird. Die Zeitrechnung in Nordkorea geht nicht nach Christi Geburt, sondern nach der Geburt von Kim Il-sung, was zeigt, da ist eine antigöttliche Religion, die gespiegelt ist letztendlich am christlichen Glauben. Aber wir haben das eben auch, es gibt auch Länder, wo es sehr hart ist, wie jetzt zum Beispiel in Afghanistan, wo Christen gar nicht existieren dürfen, wo es nicht eine einzige offizielle Kirche gibt. Oder in Somalia, wo im Prinzip, wenn ein Christ identifiziert wird, hat er vielleicht noch 12 bis 24 Stunden zu leben, bis man ihn tötet. Was ist denn für Sie der Grund für die Verfolgung? Es gibt zwei Dinge. Das eine ist, in der Bibel heißt es schon, so wie sie mich verfolgt haben, es hat Jesus gesagt, so werden sie euch verfolgen. Jesus Christus ist ein Stolperstein in diesen Ländern. Aber wenn man das jetzt mal so erklärt, allgemein, dann wird natürlich viel gesagt, ja, der christliche Glaube wird so als westlicher Einfluss in einigen Ländern empfunden. Und vor dem Hintergrund hat man natürlich Angst, dass man in absolutistischen Staaten, wo Diktatoren sind, wo andere Religionen sind, dass der christliche Glaube sich ausbreitet und vielleicht andere verdrängt. Aber der wahre Hintergrund ist, den wir immer wieder erkennen, man möchte mit Jesus Christus als Erlöser nichts zu tun haben und deshalb sind Christen den Menschen ein Dorn im Auge. Sie sehen das auch so? Ja, und die Menschen, besonders in den islamischen Ländern, wo ich komme, da gibt es auch einen zweiten Grund, weil der Koran sich von Anfang an sich gegen die Muslime, gegen die Christen und die Juden sozusagen hingerichtet. Ich wurde beigebracht, dass die Christen an drei verschiedene Götter glauben. Sie sind, ihre Bibel wurde verfälscht und so weiter und so fort. Und im Jesus Christus, dort scheiden sich die Wege. Das heißt, wenn ich in Khartoum heute sage, dass Jesus Christus ist nicht nur ein Prophet, sondern Gottes Sohn, der Erlöser, der am Kreuz gestorben ist, alleine diese Aussage wird ein Grund sein, warum man mich verfolgt. Das eine. Zweitens, man hat uns beigebracht, Nordsudanesen sind Muslimen. Das heißt, wenn ich sage, ich heiße Yasser und ich bin Nachfolger Jesu Christi, dieser Satz alleine provoziert mein Gegenüber. Ja. Herr Singer, Sie spüren die Auswirkung der Christenverfolgung eigentlich jeden Sonntag in Ihrer Kirche. Inwiefern? Ich hatte vor 6, 7 Jahren von einem Freund, der viel im Nahen Osten unterwegs war, gehört, es gibt einen Aufbruch im Iran, einen Aufbruch zu Jesus hin. Und es gibt da Menschen, die sich in Scharen dem christlichen Glauben zuwenden. Ich dachte, schön, aber ich habe nie was davon gesehen. Habe selber im Gottesdienst immer seit vielen Jahren schon für verfolgte Christen gebetet. Aber seit Mai, Juni letzten Jahres sind eine ganze große Anzahl bei mir im Gottesdienst in der oberfränkischen Kreisstadt Kulmbach und 10, 12, die jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen und nach einiger Zeit des Angewöhnens mich um einen Bibelkurs und Unterweisung im christlichen Glauben gebeten haben. Und so bin ich jetzt etwa ein Dreivierteljahr mit diesen wunderbaren Menschen, die Christus auf verschiedene Weise kennengelernt haben, beieinander und freue mich. Es ist eine große Horizonterweiterung für mich und meine Gemeinde. Sie kommen alle aus dem Iran. Aus welchen Gründen sind Sie aus der Heimat geflohen? Können Sie da Beispiele nennen? Einer zum Beispiel, also es darf nichts über den christlichen Glauben weitergesagt werden. Also es werden allenfalls Christen geduldet, die schon, also armenische Christen zum Beispiel im Iran, die es schon immer waren. Aber wenn jemand es darf nichts missionarisch, es darf nichts weitergegeben werden von Jesus, es darf keine Bibel verteilt werden. Also einer zum Beispiel war mit einem anderen armenischen Christen, der im Iran wohnte, in einer Selbsthilfegruppe und dann haben sie sich eine ehemalige
orthodoxe Kirche jetzt ein Museum angeschaut und als er ihm, der Christ, dem Iraner, dem Muslim, die Bilder von Jesus dort in der Synagoge, in Tulfa-Synagoge in Isfahan gezeigt hat, dann hat diese Kirche und die Szenen aus dem Leben Jesu ihn derart beeindruckt, dass er mehr von Jesus wissen wollte. Er hat ihm eine Bibel gegeben und damit sein Leben riskiert. Und als der Bruder, der bei der Religionsbehörde SEPA tätig ist, der Bruder dieses Menschen, der da zum ersten Mal von Jesus erfuhr, als er diese Bibel entdeckte bei ihm, hat er ihn zusammengeschlagen, hat ihn gedroht, wenn du mir nicht sagst, wer dir diese Bibel gegeben hat, ich bringe dich um. Und dann hatte er, genau wie Sie es vorhin sagten, hatte er 2 Tage Zeit, um alle Brücken abzureißen und in den Westen zu fliehen. Das ist ein Beispiel. Herr Rode, wie ist denn die Situation im Iran im Moment? Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen? Ja, die Situation im Iran ist, ich möchte sagen, dramatisch, gerade jetzt im Moment. Es ist so, dass zum Beispiel gerade die Konvertiten, diejenigen, die vom Islam zum christlichen Glauben konvertieren, eine immer größere Anzahl haben. Also es ist sogar so, dass die größte Glaubensgemeinschaft, wenn man sie mal zusammenfasst, vor noch den traditionellen Kirchen mittlerweile die Gruppe der Konvertiten ist. Hunderttausende kommen zum Glauben an Jesus. Und das bedeutet natürlich, dass der Staat, der ja mit der Revolution 1979 den Ayatollah Khomeini wieder nach oben gezogen hat und gesagt, wir werden jetzt ein super islamischer Staat, ein schiitischer Staat, ein Vorzeigestaat. Sie versuchen, diese Bewegung zu stoppen, indem sie also mit Geheimpolizei in diese verdeckten Hauskirchen eindringen, die Pastoren, die Leiter verhaften, sie in die Gefängnisse bringen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die erzählt haben, wie sie gefoltert werden, auch gerade jetzt im Moment. Ihnen werden Zigarettenstummel an den Armen ausgedrückt. Sie sollen gezwungen werden, zurück zum christlichen Glauben zu kommen. Und deshalb ist das so dramatisch im Moment im Iran. Zurück zum muslimischen Glauben. Entschuldigung, zurück zum Islam zu konvertieren. Und da sind alle Mittel recht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir für diese Christen beten, denn es sind gerade wieder aktuell sehr viele inhaftiert worden. Das ist auch Ihre Erfahrung? Ja, ich meine, vorher wir haben gehört, dass man, wenn man missionarisch wird und so weiter und so fort, und das sollte man nicht verstehen, dass die Konvertiten in den Straßen Teheran sozusagen Büchertische und diese Freiheit haben wir sowieso nicht. Das heißt, alleine die Tatsache, dass ich eine Bibel besitze, ja, das wird von den Muslimen gesehen als Missionsaspekt. Und im Koran sagt, inna dinu inda Allah al-Islam, das bedeutet die Religion, bei Gott ist der Islam. So, wenn ich irgendetwas anderes sozusagen entscheide, nachzufolgen, das bringt mich alleine sozusagen in Schwierigkeiten. Oder wenn jemand mich fragt, glaubst du, dass Mohammed ein Prophet ist? Wenn ich Nein sage, das wird auch sozusagen provoziert der andere und wird missionarisch und plötzlich wird man sagen, wir gehören zu Geheimdiensten und den Westen bedienen und man kriegt alle möglichen Beschuldigungen, die einfach schlichthin nicht stimmen. Sie waren überzeugter Islamist, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Sie sind zum Christentum konvertiert. Ihre Familie war geschockt, als sie davon erfahren hat. Welche Folgen hatte das für Sie? Ja, mein Vater hat zu mir gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Ich musste mein Zuhause verlassen. Meine Familie hat eine Beerdigung gemacht und sie haben einen Sarg gebracht. Sie sind zum Friedhof gegangen und sagen, unser Sohn ist tot. Er existiert nicht mehr. Ich wurde enterbt. Ich musste einfach unterschreiben, das ist kein Erbe von meiner Familie. Und übrigens, der Name Erik, das ist nicht mein Geburtsname. Ja, ich durfte meinen Familiennamen juristisch nicht weiter tragen. Und das hat mich einfach so frei dargestellt, auch die Regierung sozusagen mich zu verfolgen und festzunehmen, weil meine Familie das auch zulässt. Das heißt, diese Verfolgung bei mir oder in den islamischen Ländern ist nicht nur von der Familie her, sondern auch von der Regierung her. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann haben wir ein großes Problem und man hat kaum einfach eine Chance zu existieren. Ja. Jetzt ist ja nur weil Sie sich für einen anderen Glauben entschieden haben, im Endeffekt Ihr Leben wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ging es Ihnen da? Wie sind Sie da zurechtgekommen? Es war schrecklich. Meine Familie war alles von mir. Ich kam von einer sehr, sehr großen Familie. Mein Großvater hat 6 Frauen gehabt. Ich habe 59 Onkel gehabt. So, ich lebte einfach in dieser Community. Und dann plötzlich jemand sagte zu mir, du gehörst nicht mehr zu dieser Umma, zu dieser islamischen Gesellschaft. Ich fühlte mich alleine,
verlassen, ja, und ohne Halt. Und das war eigentlich das Allerschwierigste in meinem Leben, einfach alleine dort zu sein. Ich war auch im Gefängnis. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Und der einzige Grund war, weil ich Christ geworden bin, weil ich nicht mehr Muslim sein wollte, weil ich Jesus Christus bezeuge, alles Gott, alles der Sohn Gottes, der für mich gestorben ist. Und das war meine persönliche Entscheidung. Ich habe niemand missioniert. Aber als ich gefragt worden bin, ich habe gesagt, ich folge Jesus Christus nach und nicht Mohammed. Und diese Aussage alleine war genug, mich sozusagen nicht nur von meiner Familie, sondern ich wurde von der Uni rausgeschmissen. Meine Freunde haben mich verlassen. Und hier will ich nicht gegen meine Familie klagen oder gegen die Regierung, sondern der Ursprung dieser Verfolgung und dieser Gedanken, wie ich am Anfang gesagt habe, sind die Texte im Koran. Und hier möchte ich auch unsere muslimischen Freunde sozusagen fragen, ja, wie man diese Texte interpretiert. Ja, wie werden die Kinder sozusagen erzogen? Als ich Kind war, ich habe immer wieder gehört, Christen seien ungläubig, Juden seien ungläubig. Und deswegen habe ich diesen Klassenkamerad zutiefst gehasst. Mhm. Und als ich ihn fast umgebracht habe, ich habe keine einzige Reue in mir gehabt, sondern Stolz. Weil dadurch wollte ich etwas für Gott tun, in meiner Religiosität. Und das ist das Allerschlimmste, was ist in der islamischen Welt passiert. Das sind nicht nur Muslime, die aufwachen und sagen, ich will heute fanatisch werden. Mhm. Sondern man hat Texte. Man will Gott dadurch dienen. Mhm. Und das ist das Problem. Es sind unterschiedlich interpretiert, diese Texte auch. Ja. Herr Rode, was opfern Christen denn für ihren Glauben in ihrer Heimat, wenn sie gerade so eine Geschichte wie von Herrn Erik hören? Sie sind so befreit in Jesus Christus, wenn ich das mal so ausdrücke. Sie haben in diesem Glauben Rettung bekommen. Sie haben eine Perspektive. Das heißt, Christen wissen, sie müssen ja eben nicht mehr im Dschihad, also als ehemalige Muslime, jetzt im Dschihad sterben, damit sie ins Paradies kommen oder andere verfolgen, sondern sie sind bereits durch den Tod Jesus Christus, der für sie am Kreuz gestorben ist, freigesetzt. Das heißt, sie sind bereit, einen extrem hohen Preis zu zahlen. Wenn ich also daran denke, dass zum Beispiel viele unserer Geschwister, Glaubensgeschwister, in Gefängnissen sitzen, in Eritrea in Schiffscontainern gefangen sind und sie sollen dort zum Beispiel nur ein Papier unterschreiben, wo es heißt, wir gehen nicht mehr in einen Gottesdienst, wir verleugnen unseren Glauben. In dem Moment, wo sie das unterschreiben, kommen sie aus einem Schiffscontainer wieder raus und werden in Freiheit gelassen. Aber sie sitzen dort Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und meine erste Begegnung vor 16 Jahren mit einem Pastor aus Asmara, Eritrea, der gesagt hat, bei uns wird die Verfolgung stärker, bitte betet für uns. Der sitzt seit 16 Jahren in unterirdischen Verliesen und nur weil er eben seinen Glauben bezeugt und weil er bereit ist, diesen Preis zu zahlen und seinem Glauben eben nicht abzuschwören. Mhm. Herr Singer, es gibt ja Flüchtlinge, die auch hierher kommen mit muslimischem Glauben, die hier konvertieren in das Christentum. Wir haben jetzt ja gehört, wie dramatisch die Christenverfolgung in den Ländern ist. Das bedeutet, wenn ein Flüchtling das macht, darf er auch nicht abgeschoben werden in diese Heimatländer, weil der Tod droht. Jetzt ist es für Behörden natürlich sehr schwer zu prüfen. Ist es jetzt der wahre Grund, dass der Glaube tatsächlich da ist? Oder machen das Flüchtlinge, damit sie in Deutschland bleiben können? Da gibt es Glaubensprüfungen, die Behörden auch machen. Sie waren auch schon dabei. Was haben Sie dort erlebt? Also Fakt ist, dass viele, dass das Erwachen im Islam, im Iran zu Christus hin auf, man bekommt eine Bibel, man sieht ein Video von Jesus, von Christen produziert, eine Ahnung ist da und dann verlässt man den Iran, man möchte sich diesem Glauben anschließen, man weiß noch viel zu wenig, unterwegs auf der Flucht hat man dann weitere Kontakte gefunden und sie kommen nach Deutschland und dann suchen sie sich Gemeinden, schließen sich an und dann, die Iraner sagen mir alle, wir sind freie Menschen, wir wollen über unseren Glauben frei entscheiden. Man hat uns durch die islamische Revolution vor 40 Jahren nur in ein Korsett, in ein muslimisches Korsett gepresst. Wir sind freie Menschen. Und ein Teil dieser Freiheit ist, sie wollen sich frei für einen Glauben entscheiden. Das tun sie. Und dann werden sie verhört. Sie haben verschiedene Interviews, wie sie sie nennen. Und da ist immer auch die Frage der Glaubensprüfung. Ich habe in meiner Gemeinde die Fragen, die dort gestellt worden sind, immer wieder auch gestellt.
also meinen Gemeindegliedern, meinen deutschen Gemeindegliedern, sie wären allesamt durch diese Prüfungen durchgefallen. Ja. Es ist unglaublich. Also eine wird zum Beispiel... Empfinden Sie die Prüfungen als unfair? Ja. Also es wird einfach vorausgesetzt, es wird mit deutschem Hintergrund gedacht und von deutscher Warte aus, die eine kirchliche Sozialisation voraussetzt, wird, werden Dinge gefragt. Zum Beispiel ein Flüchtling wurde gefragt, was steht in der Bergpredigt? Der kannte den Begriff Bergpredigt überhaupt nicht. Der überlegte sich Berg Golgatha, dann hatte die Geschichte von der Kreuzigung Jesu erzählt, dann Berg, nein, das war falsch. Dann erzählte er von den Gebotstafeln, die Mose bekommen hatte am Berg Horeb. Also, aber wieder nicht, weil der Begriff Bergpredigt ist doch denen kein Begriff. Die haben irgendwann mal was von Jesus gehört. Also es wird Dinge vorausgesetzt, die gar nicht beantwortet werden können. Und dann wird der Daumen gesenkt und gesagt, es ist nur ein Fluchtgrund, ein behaupteter. Und das kann nicht die Grundlage sein. Das ist das eine. Es werden diese Interviews auf so einer Ebene geführt, die gar nicht recht beantwortet werden können. Und das andere, es wird auch die Gefahrensituation, und deswegen ist diese Sendung heute so wichtig, die Gefahrensituation in den Herkunftsländern wird blauäugig gesehen. Also es wird, wenn da von Christen verfolgen, wenn wir hier reden, das wird behauptet, ach, das ist doch alles gar nicht so und der Islam hat auch die Menschenrechtskonvention unterschrieben und das ist doch alles nur Dramatisierung, was wir hier betreiben. Ja, aber hier, wenn ich etwas sagen darf, diese Glaubensprüfung, ich habe eine sehr, sehr tiefe Achtung für die Richter, sie haben jemanden vor sich, er kommt aus dem Sudan, aus Iran, und sie mussten sich irgendwie ein Bild verschaffen, um ein Urteil zu sagen. Das verstehe ich. Und viele von denen sind selber überfordert. Aber meine kritische Frage bitte, wie kann man Glaube prüfen? Und ob überhaupt man das machen muss? Ja? Und das ist das Problem. Und viele von diesen Konvertiten, die hier kommen, sie sind schon traumatisiert. Und diese Richter versuchen dieses typische deutsche Ordnung, 1, 2, 3, logisch und und jeder, der seine Geschichte logisch sozusagen darstellt, ich stelle das in Frage. Weil die Menschen, die traumatisiert sind, die vom Gefängnis rauskommen, wir sollen uns dankbar sein, dass sie ihre Namen kennen noch. Ja, sie kommen von einer sehr, sehr schrecklichen Situation und deswegen rate ich, von diesen Glaubensprüfung ab, sondern sollte man mit Menschen in die Kirche in Verbindung kommen, weil diese Menschen leben ihren Glauben nicht in einem Vakuum. Sie gehen jeden Tag in Sonntag, sie haben Seelsorge und so weiter und so fort. Man sollte Menschen, die Pfarrer und Priester und die Seelsorge mit einbeziehen, weil sie diese Menschen tagtäglich sozusagen betreuen. Ja. Herr Rode, wer steht für Sie denn in der Pflicht? Also wer kann oder sollte verfolgten Christen helfen? Also wenn wir jetzt über die Situation in Deutschland sprechen, in jedem Fall möchte ich das nochmal ganz klar unterstützen. Es kann nicht sein, dass Leute abgeschoben werden in Länder, wo sie im Prinzip schon, wo die Gräber schon geschaufelt werden, auch von den Familien, sondern hier müssen Geistliche ein Gewicht haben und zwar, ich würde mal sagen, mindestens 50% Gewicht, wenn es um solche Themen und Abschiebungsfragen geht. Aber helfen, ja, an erster Stelle würde ich mal sagen, sind die Christen herausgefordert, für verfolgte Christen zu beten. Das ist das Erste, worum sie bitten. Das Nächste ist natürlich, dass man ihnen konkret in ihrer Situation hilft. Es geht also nicht nur um existenzielle Hilfen, sondern es geht ganz besonders darum, dass sie, ich sage das mal, in Glaubenssituationen gestärkt werden. Da, wo sie völlig vereinsamt sind, wo sie zum Beispiel als Konvertiten sich verstecken müssen, im Untergrund leben müssen, da brauchen sie einfach die Gewissheit, dass es Christen hier gibt, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die sie nicht vergessen haben. Und dann gibt es natürlich noch den Auftrag auch an die Politik, Menschenrechtsthemen anzusprechen, das Thema Religionsfreiheit auch zu thematisieren. Und das wünschte ich mir natürlich auch noch viel stärker. Ich glaube, dass es noch deutlich zu wenig gemacht wird. Und ich glaube, dass es Situationen gibt, die man konkret ansprechen kann. Aber manchmal ist es eben so, dass in Deutschland Wirtschaft höher gerechnet wird, als solche Themen auch zu adressieren in Ländern, wo Christen gefoltert und gequält werden. Und ich glaube, das ist die Aufgabe nicht nur der Politiker, sondern auch der Politiker, aber auch ganz besonders der Kirchen, hier noch mehr ihre Stimme zu erheben. Herr Singer, was denken Sie denn, was können auch wir von verfolgten Christen lernen? Also, ich merke,
bei uns in Kulmbach, als kurz zwei Tage vor einem Interview, einer Anhörung, ein junger Mann, nur weil er im Besitz eines Passes war, ein junger konvertierter Iraner, abgeschoben werden sollte und in Gewahrsam genommen worden ist, in Polizeigewahrsam zur Abschiebung. Er hat sich dann selbst verletzt und dadurch konnte er nicht ausgeflogen werden. Der Flieger stand schon bereit, ist dann ohne ihn geflogen. Das war zur Zeit der Allianzgebetswoche. Und bei uns in Kulmbach entsteht gerade wieder das Zusammenwachsen auch der Christen, der verschiedenen Landes- und Freikirchen. Und es war bewegend zu sehen, wie Gebetswachen an der Gebetsabend an der Polizeiwache abgehalten worden ist, wie die Christen in Kulmbach zusammengerückt sind, wo jeder so in seinem eigenen also stärkt den Zusammenhalt. Unglaublich, ja. Und auch in unserer Gemeinde, was Menschen jetzt bereit sind, ihre Gaben einzubringen, Deutschkurse anzubieten, Menschen zu Behörden zu begleiten, also mit allem Know-how, was sie haben, weil diese Menschen ja hoffnungslos überfordert sind. Also unsere Gemeinde macht gerade ein Aufblühen durch diese ihr anvertrauten Glaubensgeschwister. Okay. Herr Erik, Sie wollen ja auch die Stimme sein für verfolgte Christen. Was ist Ihre Botschaft, kurz zusammengefasst? Eine Botschaft, dass wir von den verfolgten Christen lernen, Gott in den Mittelpunkt zu bringen. Und dass wir unsere Augen auf Jesus Christus zu schauen, das bringt Verfolgung, bringt Probleme, aber Jesus hat versprochen, dass er mit uns bis Ende dieser Erde und die Zeit. Verfolgte Christen leiden für den Glauben. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke fürs Zuschauen und danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.